Ich bin eine Magierin des Zirkels. Viel wichtiger ist, warum ihr hier seid. Die Templer lassen doch nicht einfach jeden durch. Und vermutlich wurde euch gesagt, dass der Zirkel zu dieser Hilfe derzeit nicht in der Lage ist. Warum haben euch die Templer dann reingelassen? Wollen sie jetzt den Turm angreifen? Aber sie haben es beantragt. Das hatte ich befürchtet. Was hätten sie sonst auch tun können? Gregor glaubt demnach, dass für den Zirkel keine Hoffnung mehr besteht. Vermutlich denkt er, wir wären bereits alle tot. Sie haben uns unserem Schicksal überlassen. Aber selbst eingesperrt in der Falle haben wir überlebt. Wenn sie allerdings das Recht umsetzen, werden wir uns nicht mehr behaupten können. Kurz gefasst gab es hier so eine Art Aufstand, angeführt von einem Magier namens Aldred. Nach seiner Rückkehr von der Schlacht bei Ostagar hat er versucht, den Zirkel zu übernehmen. Wie ihr seht, ist sein Plan nicht ganz aufgegangen. Ich weiß nicht, was aus Aldred wurde, aber er steckt sicher hinter allem. Ich werde den Zirkel nicht dem Stolz und der Dummheit eines einzigen Mannes opfern. Ich habe eine Barriere zum Rest des Turms errichtet, damit nichts von innen die Kinder angreifen kann. Solange die Barriere besteht, könnt ihr den Turm nicht betreten. Aber wenn ihr mit mir gemeinsam den Zirkel rettet, werde ich sie bannen. Sobald Gregor sieht, dass wir den Turm gesichert haben, wird er seine Männer bestimmt zurückrufen. Er ist durchaus vernünftig. Petra und Kinnan bleiben bei ihnen. Wenn wir alle Monstren erschlagen, denen wir unterwegs begegnen, kommt keines zu den Kindern durch. Wir sollen dieser salbadernden Lehrerin helfen, diese jämmerlichen Hilfsmagier zu retten? Sie haben sich ohne Verstand zusammentreiben lassen, wie Vieh. Und wenn ihre Herren jetzt beschlossen haben, dass sie reif zum Schlachten sind, wüsste ich nicht, warum wir das verhindern sollten. Wie ihr meint. Petra, Kinnan, kümmert euch um die anderen. Ich bin bald wieder zurück. Wynn, seid ihr dazu auch in der Lage? Ihr seid bereits schwer verwundet. Vielleicht sollte ich mitkommen. Die anderen brauchen euren Schutz dringender. Ich schaffe das schon. Bleibt hier bei ihnen. Sorgt für Sicherheit und Ruhe. Euer Selbstvertrauen ist erfrischend. Doch solltet ihr darauf achten, dass es euch nicht den Blick auf eure Schwächen verstellt. Wenn ihr bereit seid, bereiten wir ihm jetzt ein Ende. Ja. In der Tat. Da sind wir. Ich bin beinahe selbst überrascht, dass ich sie so lange aufrechterhalten konnte. Manchmal war ich sehr erschöpft, aber ich musste stark bleiben, um uns schützen zu können. Seid auf alles vorbereitet. Ich weiß nicht, was für Bestien hinter der Barriere lauern. Seid ihr bereit? Also gut. Alle auf Posten. Yeah.
Ja, sofort. Schon gut, schon gut.